Das Beste, was Franken zu bieten hat, ist natürlich der Wein, weil, yeah. weil wir gerade in den letzten 15 Jahren, was die Weinqualität angeht, einen Quantensprung gemacht haben. Wir sind heute international und national bei Wettbewerben immer mit in der Spitze dabei. Und das haben die Winzer mal gelernt, dass nicht die Menge für das Wohlergehen des Winzers verantwortlich ist, sondern die Qualität, die sie yeah. erzeugen. Und dann bemerkenswert ist, was den Weinbau angeht, was Franken speziell macht, ist die Landschaft. Wir haben eine wunderschöne Kulturlandschaft mhm. und wir haben hochinteressante Winzerdörfer. Wir haben in Franken ca. 300 Wein- und Winzerdörfer, die durch den Wein geprägt sind. Wenn man sich das aus der Region wegdenkt, dann wäre die Region um ein Vielfaches ärmer. Und daraus resultiert auch ein sehr starker Weintourismus. Yeah. Wir haben tolle Weingüter geschaffen mit einer interessanten Architektur. Wir haben von alten Betriebsgebäuden, die mehrere hundert Jahre alt sind, bis hin zur ganz modernen Weinkultur haben wir also die Gebäude. Wir haben Newcomer-Betriebe, mhm. Weingüter, die sich in den letzten Jahren durch ihre Qualität international hervorgetan haben. Und wir haben aber auch Weindynastien, die schon 400-500 Jahre Weinbau betreiben. Und das trägt dazu bei, dass sehr viele Touristen hier nach Franken kommen. Wir haben in der Region ca. 30 Millionen Tagestouristen in der okay. Saison. Das ist sehr viel, yeah. weil die Landschaft so attraktiv ist. Wir sind ein relativ preiswertes, im wahrsten Sinne, ein mhm. preiswertes Gebiet, yeah. weil Preis-Leistung in einem irrsinnig guten Verhältnis steht. Die Weine sind preiswert. Yeah. Das Essen, die Übernachtungen, alles ist hier preiswert. Also man kann hier wunderbar Urlaub machen. Und wir sind die trockenste Region in Deutschland. Gerade in der Vegetationszeit von April bis Oktober haben wir die längste Sonnenscheindauer in Deutschland. We are here at BMW and this is my sponsor for my own wine queen. Yeah, you can look there. Yes, a wine queen is very important for Franken and here in the region and Germany. Every year a selection takes place where Weinkühn will choose there are a lot of them, 5-6 candidates and they have to know something about the wine. There are 100 people who ask them about politics, economy, and you represent the wine growers, the wine growing area, especially the wine of Franken. And this is so important, and there are a lot of events here in Franken, in Germany, and you are there and can represent our good wines. Special for Franken is our box bottle, this fat bellied bottle. And this is the Savanna in a box bottle is the identity of Franken. We have a lot of events called Weinfest. These are events where a lot of people come and sit down and drink a glass of wine, and the music is, and there are music, and this is so in a, you sit there and talk with a lot of people, and so everyone goes together, and so it's make a lot of fun, and it's so typical here in Frankfurt.